welches wir gerade gespielt haben, heißt Settendorf, auf Deutsch Saturnpüppchen, und stammt aus der Feder des großen Jazzmusikers und Bigband-Leaders Duke Ellington und seinem langjährigen Mitarbeiter Billy Strayhorn. 1953 als Instrumentalversion veröffentlicht, wurde es gleich ein Hit. Erst 1958 erhielt es dann einen Liedtext aus der Feder von Johnny Mercer. Ellingtons Sohn, Bob Mercer, verriet später, dieses Settendorf wurde Ellingtons langjähriger Geliebter Bea Bellis gewidmet. Duke Ellington veröffentlichte insgesamt über 2000 Kompositionen, 100 davon gelten heute noch als Jazzstandards. Settendorf ist eines davon. Vielen Dank. Unser Jurist, sportgeborener Unfall, einer der populärsten brasilianischen Komponisten und Sänger der 1940er und 50er Jahre. Er studierte klassisches Piano und spielte als junger Mann im Tanzorchester in Rio de Janeiro. Karneval, er machte sich einen Namen als Komponist für Karnevalmärsche und Sambas. 1939 komponierte er seinen bekanntesten Titel Aquarella de Brasil, der unter dem Namen Brasil weltberühmt wurde. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Brasil. Ich bedanke mich im Namen aller Musiker
Sonntagmorgen nüchtern geblieben. Somit stellen Sie ein besseres Klientel dar. Auf jeden Fall haben diese angetrunkenen Männer immer wieder die Sängerin angefeuert. Übersetzt ins Deutsche mit "Halt durch, Snoopy". Das inspirierte die beiden Songschreiber Burt Burns und Wes Farrell. Sie schrieben 1964 den Song "Hang on, Snoopy" und ließen ihn von der Band The Vibrations aufnehmen. Die folgende Nummer ist für alle, die sich dem Rock hingezogen fühlen. Viel Spaß und gute Unterhaltung mit "Hang on, Snoopy". Thank you.
Thank you.
geboren. Am 3. Oktober 2012 veröffentlichte er das Lied Locked Out of Heaven. Jazz kommt natürlich auch viel aus der Black Music, aus dem afroamerikanischen Bereich, und da kann man unheimlich gut daraus lernen, dass man mit Musik Krisen verarbeiten, Krisen bewältigen kann, persönliche Krisen mit Druck umgehen, whatever, und andererseits den Krisen aber auch was entgegensetzen kann. Das alles geht mit Musik, und die Idee würden wir Ihnen gerne mitgeben, den ganzen Mist jetzt mal zu vergessen und ja, vier, wie ich finde, sehr gelungene Kompositionen von großartigen Musikern zu hören. So, und damit Sie mit dem ersten Stück auch direkt was anfangen können, okay, also würde ich Claudia dazu ein paar Worte verlieren. Okay, also diesmal zuerst und nicht hinterher. Okay, liebes Publikum, als allererstes Stück haben wir für euch aufgelegt ein Groove-Stück mit starken Gegensätzen im Gegensatz zum Swing.
Es hat einen Brass-Aufbau in der Mitte, aber ist ohne Rhythmusgruppe. Und der Titel heißt After Hours, was man übersetzen kann mit auf Deutsch mit Nachdienst oder Ladenschluss. Es wurde komponiert und arrangiert von Jeff Benedict und wir wünschen euch viel Spaß damit. Thank you.
Christian, Charlie und Christian als Solisten. Liebe Gäste, das nächste Stück, es kommt nach dem jetzt sehr rockigen Stück, ist aus den Anfangszeiten des Jazz. Das Lied ist von Duke Ellington. Und es handelt von, na, wie kann es anders sein, von Trotz, von Traurigkeit, dann gespielter Zynismus und romantischer Kummer, also Liebeskummer. Das heißt, es handelt sich um einen Mann, der gern eine große Liebschaft gehabt hätte, prescht nach vorne und dann macht er immer einen Rückzieher. Und mit diesem Zustand kann er nicht umgehen. Und diese Stimmung hören Sie in diesem Lied. Mit reinhören. Das ist das Lied Don't Get Around Much Anymore. Bitte hören Sie selber, ich glaube, Sie spüren es. Viel Spaß.
Christian an alle Trompete. Das erste Mal und sehr hautnah und sehr intensiv und sehr toll, Claudia. Bevor wir jetzt wirklich zum letzten Stück kommen, es gibt keine Zugabe, denn der Koch hat drüben das Essen bereitet und wir sollten pünktlich dann auf die Tour gehen. Außerdem, wir haben ja nur von Freitagabend Zeit gehabt. Und um das Ganze nach der Zusammenkunft hier zu sortieren, in drei Big Bands einzuteilen, dann die Stücke kennenzulernen, denn die Musiker wussten ja nicht, was sie da erwartet, einander kennenzulernen, haben wir dann ein bisschen Hilfe natürlich noch dabei gehabt in Form von einem Dozententeam, das Sie teilweise hier vorne schon und auch in den Bands gesehen haben. Ich möchte Ihnen aber mal alle vorstellen, die daran beteiligt waren, die jetzt nicht unbedingt vorher alle mitgespielt haben. Unsere Ladies, Petra Schmidt-Sperber, bei der Big Band, das ist ja kein Blasorchester oder keine Brassband, sondern eine Big Band besteht ja auch noch mit einer Rhythmus-Section. Ja? Da brauchen wir natürlich jemanden, der für das Klavier, für die Pianisten und so weiter zuständig ist, Christoph Stieber. Dann für unsere jungen Nachwuchsschlagzeuger, ich unterstütze sie ein bisschen am Schlagzeug, Frank Holzheimer. Last but not least, man braucht auch jemanden, der das Fundament legt. Und unser Fundamentleger ist der Wolfgang. Wo ist er? Wolfgang Winter! So, wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Nächstes Jahr wird es schon im Januar stattfinden, weil im März so viele Frühlingskonzerte sind und da wollen wir nicht kollidieren. Einige konnten nicht kommen, weil sie selbst heute Konzert haben und so. Und damit wir da wieder eine richtig schöne Big Band Session machen können, wird es dann ausgeschrieben im Januar. Sagen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn nicht, behalten Sie es für sich. Ja? Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt noch viel Spaß beim letzten Stück. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie auch einen kleinen Obolus dann beim Rausgehen draußen in den Korb legen. Wir würden uns freuen. Danke fürs Kommen, gut nach Hause, Weg, schönen Sonntag, schöne Sommerferien, frohe Weihnachten und dann bis nächstes Jahr. Critical Mass. Was bedeutet Critical Mass? Also Sie kennen das ja, kritische Masse aus der Kernphysik, das muss ich hier nicht erklären, aber wir sagen halt, die kritische Masse, die haben Sie jetzt heute hier erlebt. Die hat heute für Sie gegroovt. Und der Höhepunkt des Stückes sind natürlich reichhaltige Artikulationen von den Bläsern, auffallende rhythmische Themen, Soloteile und dieser geradlinige Funk mit seinem ansteckenden Beat und knallendem Bass und coolen Saxophon-Licks können Sie jetzt genießen von Jeff Jarvis.